Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video und es ist mal wieder ein Bastel-Tutorial, das erste seit langem. Und das liegt daran, dass mir nichts wirklich Interessantes zum Basteln eingefallen ist. Doch heute hatte ich eine Eingebung und habe beschlossen, dass wenn ich mir jetzt zum Beispiel diese Verteidigungslinie, Aegis Verteidigungslinie oder keine Ahnung wie die hieß, kaufe, und auch mit den ganzen Bunkern und Geschützen und so dazu, dann kann ich da meine Orks ganz schlecht reinstellen, weil das passt nicht zu den Orks. Und deswegen habe ich heute beschlossen, dass ich meinen Boys oder meinem Varg auch eine Verteidigungslinie bauen möchte, bauen muss. Und ja, das wird jetzt erstmal ein Tutorial sein, wie wir die einzelnen Barrikaden machen und diese Art Straßengräben-System. Und dann werde ich wahrscheinlich noch eins machen für so einzelne Bauwerke. Die werden dann so ähnlich wie die Orktürme vom Chef Oberboss. Und die werden dann eben dazwischen so stehen. Und ja, Bastelmaterialien benutze ich hier hinten meine Bitsboxen. Die habe ich jetzt in so alte Boxen von Sammelkarten reingemacht. Und wie man sieht, habe ich jetzt auch übrigens meine Paintstation. Die ist jetzt nicht mehr so schön wie früher. Da habe ich jetzt... Die habe ich jetzt abgeräumt und dann eben alles eher nach hier so gestellt. Und das sieht auch viel hobbymäßiger und cooler aus. So, mein Schreibtisch. Und ja, ich werde das Ganze aus Pappe basteln. Da habe ich schon hier neben der Kamera so einen riesigen Vorrat an Pappe angelegt. Also so Blockpappe von Hinterblöcken und auch aus Wellpappe. Und da habe ich einfach ganz normalen Karton genommen und die oberste Schicht abgekratzt. Oder zumindest habe ich das mal gemacht. Und meine Oma hat sich dann gedacht, ach ja, kann der Tobi gebrauchen, halt was zu tun. Hat sich hingesetzt und einen ganzen Karton abgekratzt. Das ist hier eine ganz schön große Rolle. Man sieht. Also das wird reichen. Da haben wir genügend Baustoff. Und des Weiteren werde ich noch, das hier ist die weiteren, die Bitze für 40.000, werde ich da draus noch so Sachen von, hier von imperialen Panzern, habe ich aus irgendeinem Grund noch Panzerplatten. Dann habe ich auch noch vom Ork-Pickup, die hier wollte nicht kleben, die Enderplanke, die kann da auch noch irgendwo rein. Und ich habe auch überlegt, ob ich dann einfach diese Drohne hier zerstöre oder dann habe ich hier noch so einen halben Tyranniden rumzulegen, den werde ich dann wahrscheinlich einfach zerstückeln und da rankleben, auch noch eine halbe Tauwaffe und sowas alles. Und dann habe ich natürlich auch noch hier habe ich noch so eine coole Lampe. Genau, hier ist eine Orklampe, die ist beim Pickup abgefallen beim Bombieren. Und dann noch finde ich gerade nicht solche Orkglyphen hier, die beim Pickup dabei waren. Die habe ich mit Absicht nicht benutzt, weil ich sie da benutzen kann. Und dann habe ich noch, das war irgendwie in der, wir haben irgendwie noch eine Tüte mit ganz vielen Ü-Ei-Sachen gefunden. Und da war sowas hier mit bei und das könnte man entweder so hier als komische fette Wumme verwenden oder als Schornstein und ich werde sie als Schornstein verwenden. So. Und so viel zu den Bastelmaterialien. Jetzt können wir dann eigentlich auch schon anfangen mit Basteln. Ich werde zwischendurch auch wahrscheinlich auch nochmal Styrodur verwenden. Und ja, ich werde das Ganze erstmal abmessen, wie lang das werden soll, so das Einzelne. Und dazu verwende ich gleich mal hier an der Seite und hier unten sieht man es auch noch, ist noch so ein Zentimetermaß an der Schneidunterlage, die schon dreckig ist. Und da nehme ich jetzt mal diese beiden Figuren. Ich werde sie in dem Maß von den Orkboys machen, da habe ich jetzt Zähne genommen. Der steht nämlich am weitesten gebückt, dass wir wissen, wie hoch das werden soll. Und das hier habe ich eigentlich für die Basegröße genommen. Weil ich ja wissen muss, wie ich das mache, dass da meine zwei Boys hintereinander reinpassen. Das ist ja ungefähr so viel. Allerdings könnte es ja auch irgendwann sein, dass ich dort Bosse in Mega-Rüstung reinstecken möchte. Und dazu habe ich dann eben meinen Tau-Kampfanzug geholt, der jetzt übrigens auch schon im neuen Farbschema bemalt ist. Habe ich ja schon gezeigt. Und hier hinten wurde er jetzt auch ausgebessert. Und das ist mein einziges Modell mit so einer großen Base. Und da werden wir einfach den hinstellen. Und dahinter noch im geringen Abstand so eine Figur. Und das machen wir jetzt so rum, damit ich das besser ablesen kann. Den stellen wir hier vorne in eine Ecke. Den dahinter sind dann 8 cm, damit es glatt läuft. Das heißt, wir nehmen uns jetzt erstmal ein Pappstück, was angemessen groß ist. Und weil ich hier drüben noch Trümmerteile zu liegen habe, ist das relativ schwer zu finden. Haben wir erstmal so eins hier. Und ich nehme gleich das hier, weil ich gerade kein Lineal zur Verfügung habe.
und messe dort gleich mal 8 cm ab. Das wird dann erstmal so eine lange Gerade, wo sie sich drinnen verschanzen können, so ein Schützengraben. Und nehme ich erstmal hier irgendwo her einen Stift, jetzt einfach mal so einen blauen Feinliner. Und markiere mir da was bei. Moment. Das soll ja, auch wenn es Orks sind, gerade werden. Das heißt, wir legen das jetzt so rein, dass die Ecke da unten ist. Markiere mir jetzt hier was bei 8 cm. Moment, so. Das hat sich dann ein bisschen verschoben gerade. Jetzt haben wir hier 8 cm Abstand. Und da ziehen wir uns jetzt so eine Linie, die eben die Verteilungslinie werden soll. Wir haben gerade was vergessen mit einzuberechnen. Fällt mir gerade auf. Wir packen gerade nochmal 3 cm rauf. Also 13. Nee, ja doch. 3 cm sind 11 cm. So. Damit dort eben auch noch ein bisschen Gelände vorne ran kann. Und hinten auch. So, das jetzt. Dort fängt es an, dort hört es auf. Und hier ist. Machen wir mal noch hier so 2 cm, hier noch 1 cm. So, dann haben wir jetzt hier unser fertiges Modell, das hier können wir uns wegdenken. Hier fängt es an und dort hört es auf und hier in der Mitte, das müssten, das sind jetzt 7 cm irgendwie, das ist egal, das sind halt 7, das sind jetzt 7 cm hier in der Mitte. Und da kann man eben seine Figürchen raufstellen und die passen immer noch gut. Ja, und die Sachen, die an, hier stehen die Figuren, da kommt Gelände hin, da kommt auch Gelände hin, also so Barrikadenzeugs. Das wird dann auch unterschiedlich dick. Und jetzt machen wir uns erstmal hier eine Linie, wie lang das werden soll. Und wie es lang gehen soll, ziehe ich nur ungefähr bis nach hinten durch. Oh, die hier, die kann zwischendurch auch ein bisschen dünner werden. Und dass ich weiß, wie weit ich lang bin, weit ich maximal so gehen darf. Und die wurde auch nur so ungefähr gezogen. Weil das eigentlich egal ist. Und hier hinten, da mache ich mal einen Strich hin und stelle mir das Modell wieder zum Maß. Und da hinten kommt auch noch ein Strich hin. Dort kommt dann der Eingang hin, weil dort kommt dann kein Gelände. So. Sind wir fertig und das Stückchen schneide ich jetzt erstmal aus und dann können wir uns wiedersehen. Der erste Teil der Verteidigungslinie ist jetzt komplett ausgeschnitten und wie man sieht, habe ich hier beim Eingang noch das hier weggelassen. Aufgrund einer Planänderung, die ihr gleich erfahren werdet. Und die Schnitzelteile lasse ich natürlich übrig, weil daraus kann man ja noch so eine Sachen basteln, die Orks, dann so eine Flicken, die für die Orks typisch sind eben. Und das habe ich freigelassen, weil die Orks hier innen drin auf Planken stehen sollen und hier außen, die Barrikaden wurden ja an die Planken rangereiht und deswegen kann dort sonst nichts mehr hin jetzt. Und jetzt wollen wir da drin die Barrikaden machen. Dazu nehmen wir erst einen kugelschreiberartigen Stift. Ich habe jetzt keinen normalen Kugelschreiber, also nehme ich einfach so einen Tintenroller hier und ein Lineal. Ich bin kein Linkshänder, das Linkshänder-Lineal habe ich nur mal gefunden. Das benutze ich jetzt auch. So, ich habe jetzt keine Ahnung, ob der Stift noch schreibt, aber auf jeden Fall fangen wir jetzt mal an, hier drin so Linien zu ziehen und drücken dabei extrem doll auf, um die Struktur reinzubringen. Der Stift ist hier sogar schon angebrochen. So, da habe ich aufgedrückt. Das gibt bestimmt eine tolle Struktur. Muss nicht unbedingt parallel sein, weil es sind Orks, die dort die Planken hingelegt haben. So. Mal eine etwas breitere, damit es nicht immer kürzer wird. Die werden nämlich immer kleiner, gerade die Planken. Und auch mal eine schrägere.
So, dann haben wir jetzt hier die einzelnen Panzerplatten hingemacht. Und jetzt, also nicht die einzelnen Panzerplatten, die einzelnen Platten so vorgefertigt. Die haben auch jetzt eine erkennbare Struktur. Wenn jetzt mal so rüber geht, hört man es, da ist Struktur vorhanden. Und jetzt grenzen wir auch die einzelnen Bretter ab, indem wir einfach immer so machen. Und wir können auch mal die Planken einzeln nachziehen, damit die dann auch wirklich Planken sind. Das machen wir eben in unregelmäßigen Abständen, machen wir dann so Planken hin. Und das mache ich jetzt fertig und dann sehen wir uns wieder. Die Planken sind jetzt alle fertig vorgemalt. Hier sieht man sie nochmal, die Struktur ist, wenn man rüberfährt, auf jeden Fall vorhanden. Und beim Brushen wird die später dann auch hervorgehoben werden. Und jetzt können wir uns auch schon um die Brandung kümmern. Also die Deckung, hinter der sich die Orks dann befinden. Und dazu mache ich erstmal so ein Grundgerüst rein. Und da habe ich mir jetzt das Stück hier rausgesucht, weil das genauso lang ist, wie die Verteidigungslinie später werden soll. Und da müssen wir da jetzt mal gucken. Wenn wir jetzt so einen Ork da vorstellen, also so, damit es in der Kamera ist, müssen wir gucken, wo ist der Kopf und wie groß darf das Ganze werden. Wir messen den Ork jetzt mal mit dem Kopf aus. Der Kopf ist, der Anfang ist hier so. 2 cm ungefähr werden das dann. Und jetzt messen wir das nochmal hier drauf aus. Nehmen das, stellen das dahinter, nehmen uns wieder unseren blauen Stift. Und markieren uns, dass das ungefähr hier so liegen sollte. Und übrigens habe ich von meinen Boys jetzt auch den, der am weitesten nach unten guckt, genommen. Also der steht sehr gebückt, der hier gerade ist. So. Und allerdings habe ich damit noch was anderes vor, deswegen, also wir machen das ein bisschen anders als so. Wir müssen das auch ein bisschen höher setzen. Deswegen machen wir uns jetzt hier so ein Strich hin. Und machen dann nochmal das Ganze. War gerade ein Fehler von mir. Okay. Das Gebilde an Strichen schneiden wir jetzt an diesem Strich hier aus und ja, das machen wir erstmal. Die Brandung ist jetzt komplett ausgeschnitten und ich habe mir davon gleich noch eine zweite gemacht, ohne diesen Huckel hier drin. Die ist ein bisschen kleiner, die kommt nämlich hier hinten ran, da sollen die Boys ja auch rüberspringen können. Und da habe ich gleich noch hier die Striche gemacht von dem Eingang und die schneiden wir jetzt einfach mal hier das Mittelstück raus und haben dann hier entsprechend 2 Stücke, die da so ranpassen. Okay, jetzt kommen wir dazu, wozu ich eben diesen Strich hier noch hingemacht habe. Den wir eigentlich gar nicht brauchten, also in euren Augen wahrscheinlich eigentlich gar nicht brauchten den Strich. Da schnippeln wir jetzt einfach mal so in unregelmäßigen Abständen rein und so, dass es dann eben so gefächert ist. Und das mache ich jetzt fertig und ihr macht das auch. So, ich habe jetzt hier 3 solcher kleinen Schnipsel ausgeschnitten. Die passen jetzt perfekt auf diese Seiten rauf. Ich habe den ersten hier ganz einfach dann als Vorlage für die anderen beiden genommen und die kann man jetzt so wieder vorkleben. Und das werden wir jetzt machen. Dazu schmieren wir hier einfach die Kanten von denen mit Kleber ein. Oder besser noch, wir schmieren die Kanten, wo die raufkommen, mit Kleber ein. Wir machen jetzt mal nur das Kleine, weil das von der Zeit her besser geht. So. Dann schmieren wir auch schön dick auch oben Kleber rauf, weil sie ja später halten. Kleber, der dann da später übrig ist, kann man, wenn man möchte, noch wegfeilen. Ich lasse den aber, weil ich da dann meistens Rost drauf mache, da ist da eben ein bisschen Rost entstanden. So, und jetzt nehmen wir uns das kleine Stück, das habe ich hier. Und das kleben wir dann einfach rauf. Und das hält auch schon ganz gut. So. Hier hinten nochmal kontrollieren. Ja, hier ist es auch dran. Und innen drin werde ich jetzt keins machen. Da kommt was anderes gegen. Und das hier
Mache ich jetzt so mit ein, da sind die auch so ein bisschen schräg wie die Mauer der Märtyrer. So hieß nämlich die Barrikade von den Space Marines. Und dann, bis dann, wenn alle fertig sind und der Kleber wieder trocken ist. Okay, das Ganze ist jetzt angeklebt. Der Kleber ist noch nicht trocken, aber ich wollte mal zeigen, wie es zwischendurch aussieht. So. So sieht es jetzt aus. Hier hinten drücken wir es nochmal schnell ran, damit es nicht abgeht. Und ja, wenn es trocken ist, können wir weiter basteln. Der Kleber ist jetzt binnen Minuten getrocknet, was mich überrascht hat, weil normalerweise trocknet ein Holz leider nicht so schnell, aber der ist irgendwie extra cool. Und ja, man sieht, der ist noch nicht ganz getrocknet, aber es hält auf jeden Fall. Und hier oben ist es auch schon teilweise komplett ausgehärtet, weshalb wir jetzt anfangen können mit den Verzierungen. Wir haben uns jetzt hier die beiden Plättchen, schneiden die so kleine Einzelstückchen. So heißt die zum Beispiel. Und darauf kommen dann, die kommen dann eben vorne hier so ran als Verstärkung. Und dann basteln wir noch ein paar Verzierungen ran. Und jetzt basteln wir da erstmal ein paar draus. So, die hier mache ich. Die hier bleiben so. Ui, man hört meine Katze im Hintergrund. Und hier, die hier werden in solche Stückchen gemacht. Der habe ich auch lieber eckig. Also viereckig. So. Und jetzt haben wir hier ein paar davon und können die erstmal anfangen anzukleben. Das heißt, wir nehmen die jetzt und kleben die so an. Oder machen die hinten mit Kleber voll. Nehmen das so. Und dann kann das hier so rangeklebt werden. Dass das jetzt schon beschriftet ist oder bemalt ist von einer Seite, ist scheißegal. Ich wollte gerade nachgucken, ob das hier auch so geriffelt ist wie die Platten innen drinne. Aber nein, das ist nicht so. Und ja, nehmen wir uns zum Spaß noch so eins hier. Mit Wellpappe. Machen da auch ein bisschen Kleber drauf. Muss ja nicht komplett flächig sein. Und das kleben wir dann einfach hier hin. So. Und dann machen wir das jetzt mit ganz vielen. Noch so eins. Okay, war es gerade runtergefallen. Und das kommt jetzt meinetwegen mal hier rauf. Da wird dann wahrscheinlich später so Eingang dran stehen oder einfach nur so Pfeil nach da. Mehr werde ich hinten dann wahrscheinlich auch nicht dran machen. Und das mache ich jetzt für alle Seiten hier. Und ich verbastle auch nur die paar, die hier jetzt noch liegen. Und dann sehen wir uns wieder. Die Sachen sind jetzt alle halbwegs angetrocknet, soll das jetzt nicht mehr runterrutschen. Und so hier sieht es jetzt aus. Und jetzt werden wir noch ein paar Orkglyphen und Teile aus meiner Blitzbox aufkleben. Und wir fangen an mit dieser Strichliste hier. Und die wollte ich ganz gerne irgendwo hier vorne aufkleben, hier so hin. Und dazu nehme ich lieber den Alleskleber, weil das ist Kunststoff, da nehme ich keinen Holzleim für. Und eigentlich ist diese Strichliste auch eine Orkglyphe. Habe ich noch so in Erinnerung. Das heißt, wir schmieren das Ganze mit Kleber ein. Müssen wir schön viel nehmen, weil der Alleskleber aus diesem Set ist leider nicht so gut. Dann können wir es dort ankleben. So, als nächstes hatte ich mir noch so ein Space Marine Schulterpanzer genommen. Da machen wir auch sau viel Kleber rein. So ja nicht wieder abfällt. Irgendwann mal. Und das klebe ich hier so an die Seite ran. Und dann hatte ich noch zwei solche Panzerungsdinger vom Imperialen Armee. Die werde ich nebeneinander kleben. Und an dem einen hier ist noch ein Gussgrat dran, so ganz grober. Den mache ich nur jetzt mal so grob mit der Schere weg, sodass ich die auch nebeneinander nehmen kann. Dann schmieren wir den mit Kleber ein. Ganz, ganz viel, weil da ist so eine Rille und die wollen wir überbrücken mit dem Kleber sozusagen.
Und lustiger Fakt für nebenbei, habe ich gerade im Ork-Kodex gelesen. Habe ich gerade einen ausgeliehen. Da steht drinne, also das sind ja auch Ork-Sachen und Ork-Glyphen und wie Orks zählen. Und Orks zählen 1, 2, 3, 4, 5 und 6 und viele. Also das heißt, mehr als 6 sind für sie viele. Und lustig ist auch, was ich bis jetzt noch nicht wusste, dass Orks ihren Moralwert auch durch ihre Truppenstärke ersetzen können, weil es eben für Orks drauf ankommt, wie viele Typen da noch dabei sind, die noch mitmoschen. So, und jetzt packen wir noch eine Orklyphe, die hier nämlich auf die Rückseite. Das ist das coole Spinnenmaul-Ding da gelöst. Das erinnert mich immer an so Spinnenmaul, weil so ähnliche Sachen waren auch bei den Spinnenreitern dabei. Und die assoziiere ich dann immer so mit Spinnen. Na, das Ding rutscht ab. Das finde ich gar nicht toll. Deswegen mag ich auch diesen Alleskleber nicht so. Und damit ist, glaube ich, unsere Ork-Barrikade hier eigentlich schon fertig. So viel ist da jetzt nicht dran. Aber es reicht auf jeden Fall. Und dann sage ich erstmal auf Wiedersehen. Dankeschön fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Video. Ich werde natürlich auch noch ein Anmal-Tutorial dafür machen. Und bis dahin, tschüss.